Okay, irgendwas ist hier anders. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zurück zu WhatsApp und alles ist neu. Was ist hier los? Ich habe ja vor einigen Wochen angekündigt, dass sich bald etwas ändern wird. Und das ist es, so ein kleiner Relaunch. Wie gefällt es euch? Wenn es euch gefällt, unbedingt Daumen nach hoch geben, dass ich sehe. Der gute Adi hat vor kurzem auf Twitter seinen Unmut mal wieder Luft gemacht. Lustig dabei ist, dass vor 2 Monaten ja ein Video rauskam, in dem die beiden gesagt haben, dass sie nicht mehr öffentlich gegen andere YouTuber hetzen möchten. Und dieser Vorsatz hat jetzt ja nicht so wirklich lang gehalten. Es ging speziell um YouTuber wie Dagi, Bibi, Lion und Herr Tutorial. Zum einen kann er mit den Videos dieser Personen nichts anfangen. Das andere ist, dass er das Gefühl hat, dass diese YouTuber ihre Zuschauer unfassbar manipulieren. Einen anderen Tweet, den er geschrieben hat, lese ich jetzt einmal vor. Mittlerweile wird es immer mehr zu einer Plattform, auf der talentfreie, famegeile Menschen ihre Famegeilheit in vollen Zügen ausleben können. Und da ist jetzt so die Frage, hat er recht oder hat er nicht recht? Das möchte ich von euch beantwortet haben, deswegen schreibt mir doch eure Meinung unten in die Comments. Adi möchte sich in Zukunft komplett von der YouTube-Szene distanzieren. Er möchte also kein YouTuber mehr sein. Wenn man keinen Spaß mehr an YouTube hat, dann sollte man aufhören, denn sich irgendwas reinzuzwingen, ist natürlich unnötig. Sich von Content, den man selbst nicht mag, den Spaß an YouTube verderben lassen, das ist doch eigentlich ziemlich doof, oder? Was meint ihr? Komplett von YouTube verschwinden wird er trotzdem sicherlich nicht. Denn mit Tuttle und Marley hat er immer noch Dead Adam zusammen und die Videos von Dead Adam werden ja auch weiterhin auf YouTube erscheinen. Wir bleiben bei Adi nun allerdings in Verbindung mit Tuttle und Marley. Es geht um Dead Adam. Am 17.04. haben diese nämlich ihren ersten Song veröffentlicht. Forest nennt sich dieser. Selbst, also geht mir aus dem Weg, ja, weg, ja. Denn ich weiß selbst, wohin es geht, ja, geht, ja. Und ich hab keine Zeit für zwei. Ich muss ja zugeben, als sie ihre ganzen Videos offline genommen haben und nichts kam, da war ich schon ziemlich skeptisch. Ich wusste nicht, was soll aus den Jungs jetzt genau werden. Dass sie musikalisches Talent haben, das wusste ich natürlich, allerdings wollte ich mich erst selbst davon überzeugen lassen, dass sie wirklich was daraus machen. Und das habe ich jetzt tatsächlich, denn Forest ist wirklich ein unfassbar guter Song geworden. Den Sound finde ich persönlich mega geil und auch der Text ist ziemlich gut, auch wenn die Message nicht unbedingt was Neues ist. Die Jungs möchten in Zukunft ja als ernstzunehmende Musiker gesehen werden und nicht mehr als YouTuber. Auf einem super Weg sind sie auf jeden Fall. Momentan muss ich allerdings sagen, ich sehe sie immer noch als YouTuber, die jetzt Musik machen. Aber tatsächlich ziemlich gute Musik. Man merkt dem Song einfach an, dass die Jungs wirklich etwas transportieren wollen. Sie möchten also nicht einfach nur Geld verdienen mit dem Song, sondern sie möchten Kunst machen. Und genau das ist ein Unterschied zu anderen YouTubern. Da hat man eher das Gefühl, dass sie die Musik machen, um damit Geld zu verdienen und daher die Qualität der Songs nicht so hochwertig ist wie jetzt zum Beispiel Forest. Am 24.04. kommt dann auch schon die volle EP Chrome der Jungs raus. Wenn die genauso cool wird wie Forest, dann Heidewitzka. Den geht's richtig ab bei den Jungs. Wenn ihr Bock auf die Musik habt, zieht sie euch rein. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Lange ist es her, jetzt habe ich mal wieder welche. Viel Spaß mit den Abo-Erfolgen. Kurz gesagt hat die 500.000 Abonnenten erreicht. The Dorian hat die 600.000 Abos erreicht. Kollega mit seinem Bosshaft-Channel hat die 700.000 Abos erreicht. Kurz vor den 800.000 Abos ist Paolas Welt. Genauso wie der gute Justus Bumm. Und der gute Lion hat die 1,5 Millionen Abos erreicht. Glückwunsch an euch alle. Die Weltreise von Unge und Raised hat begonnen. Hashtag ungeraced. Und dem guten Anton bringt es momentan einen unfassbaren Schub auf YouTube. Denn im Monat macht er 5 Millionen Views und über 200.000 Abos. Krasser Shit, da wird man ja ein bisschen neidisch, oder nicht? Wie es auch sei, für Anton gibt es dafür ganz klar den Win der Woche. Und so ein bisschen auch für Simon, weil er ja schuld daran ist. Und jetzt ist es wieder Zeit für den Kanal der Woche. Yo Leute, ich bin hier gerade am East River bei dem Heliport. Da. Und da gehen wir jetzt rauf oder rein und dann fliegen wir über New York. Bis gleich. Day Murder 3. Strange things did happen here, no stranger would it be. We met at midnight in the hanging tree. So Leute, das war's mit der ersten WhatsApp vom neuen Set. Mir hat's ganz ehrlich, schreibt mir unbedingt in die Kommentare,
Wie gefällt's euch? Ich persönlich find's mega geil. Ihr habt ja schon lange gebrüllt. Neuer Banner, neues Intro, alles neu. Und jetzt will ich natürlich wissen, ist es wirklich so geil oder findet ihr es jetzt scheiße? Guckt euch jetzt noch diese beiden anderen Videos an. Abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns zum nächsten WhatsApp-Feedback wieder. Bis dahin, habt eine grandiose Zeit auf YouTube. Schaut euch nicht zu viel Blödsinn an. Und ich würde sagen, peace and out.